Hallo, hier ist wieder eure Sophia und der Erdschan und heute gibt es ein neues Kochrezept für euch. Und zwar gibt es heute Bohnen-Thunfisch-Frikadellen. Und zwar... zähl mal auf, was reinkommt. Genau, mache ich gleich mal. Wir haben hier 100 Gramm Kidneybohnen. Kidneybohnen sind richtig super. Finde ich auch. 6 Gramm Eiweiß, 14 Gramm Kohlenhydrate, ORAC-Werte richtig gut und Ballaststoffe. Perfekt. Ja, genau. Und hier haben wir Thunfisch. Wichtig ist, dass der ganz gut ausgepresst wird, dass es nicht zu wässrig ist, sonst halten unsere Buletten, Frikadellen nicht. Das ist eine Dose, 150 Gramm. Thunfisch, wisst ihr, Freunde, hat von Fischarten höchsten Eiweißanteil. Ist ca. 25 Gramm pro 100. Also was Besseres gibt es nicht im Meer, also ja. Fischarten her. Und schon am besten, dass es Angelbutenfischerei ist, dass damit, wenn die mit diesen Ringen gefangen werden, dass keine Delfine dabei sein können. Also da achten wir schon drauf, ja genau. Und Gemüse habe ich jetzt hier eine Schalotte und eine Lauchzwiebel. Ja. Und dann haben wir hier noch einen Teelöffel Tomatenmark und 10 Oliven kleingeschnitten. Das sind ungefähr 10 Gramm. Und dann haben wir auch noch frische Petersilie, zupfen wir rein. Und zum Würzen habe ich jetzt hier einmal Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer, damit es ein bisschen scharf wird, und Paprikapulver. Genau. Und das Ganze hält super gut zusammen, indem wir jetzt hier mit der Gabel schon mal die Kidneybohnen zerdrücken. Das sind so richtig so... Genau, kann man richtig gut einen Brei draus machen. Geben wir alles hier zusammen. Alles rein. Und jetzt meine Hände sind natürlich frisch gewaschen. Ich bin Zeuge. Ja, und ich glaube, ich tue das jetzt schon reinzupfen. Einfach ein bisschen frische Petersilie könnt ihr natürlich auch klein hacken. Und bis da vermischen wir es. Wir würzen auch gescheit. Also das ist Paprika edelsüß. Genau. Cayennepfeffer. Cayennepfeffer. Achtung, scharf. Und Salz. Weil Thunfisch eben ein bisschen gesalzen ist, würde ich nicht so viel Salz reintun. Ja. Vielleicht danach, nachdem man fertig hat, probieren, ob das Salz genug ist und danach salzen. Genau. Pfanne vorgeheizt. Und sprühen wir ein bisschen ein, oder? Pan-Spray. Die Leute fragen ja, wo sowas gibt. Das gibt es in Geschäften, wo amerikanische Ecke auch da ist. Ich finde praktisch, wenig Kalorien. Genau, Pfanne ist heiß, oder? Pfanne ist heiß, dann habe ich Buletten fest zusammengedrückt. Ihr könnt da wirklich mit ganzer Kraft rangehen. Das wird doch sehr gut. Ja. Sehr schön, ja. Und dann tue ich mal rein. Wir haben gerätselt, ob die zusammenhalten ohne Eier, aber es... Wir wissen alles vorher, wir wissen alles. Den ganzen Tag kocht. Stimmt, ja. Dann weiß man ja. Macht so Spaß. Also mich entspannt schon kochen. Das ist wie meditieren. Ich finde auch. Ja. So, Perspektivenwechsel. Wir fügen jetzt noch den Kräuterquark hinzu. Und zwar könnt ihr einfach die fettreduzierte Kräuterquark-Variante aus dem Supermarkt nehmen. Es schmeckt super als Dip und da habe ich jetzt hier die halbe Packung, das sind 100 Gramm. Es erhöht euch auch nochmal euren Eiweißbedarf. Und das gebe ich jetzt einfach hier noch dazu. Das schmeckt wirklich super lecker und ist perfekt als Abendmahlzeit. Was ist ja, so? Vor allem für die Leute, die den Thunfisch nicht so essen können, weißt, weil die immer wieder Thunfisch essen. So mit Oliven, eben gut gewürzt, mit Petersilie, Zwiebeln. Ist dann ganz einen anderen Geschmack drin. Also ich bin begeistert, vor allem, weil es so schnell geht. Es nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Und fertig ist das Ganze. Total lecker. So Freunde, wir freuen uns wirklich darauf, dass wir jeden Sonntag jetzt ein Kochvideo raushauen können, damit ihr unseren Kochrezepten nachkochen könnt, uns markieren könnt,
Daumen hoch machen könntest und auch weiterhin abonnieren könntest. Natürlich, Channel abonnieren, das ist das Wichtigste. Woher solltet ihr wissen, was wann irgendwie erscheint? Deswegen Kochrezepte immer sonntags für euch. Pumping Erdjan, Pumping Sophie Thiel und guten Appetit.